Das ist der berühmte Gartner Hype Circle. Das ist ein wichtiges Instrument, das du dir vielleicht mal so im Hinterkopf behalten sollst, um einzuschätzen, wie neue technologische Hypes wahrgenommen werden. Am Anfang geht es hoch mit Euphorie, die Talkshows sind voll, Zeitungen berichten. Ihr kennt es jetzt von ChatGPT, das jetzt mittlerweile 2 Jahre da ist, sozusagen auch schon in den Alltag eingekehrt ist. Am Anfang geht es steil berghoch, es wird besprochen, es wird fantasiert, es regt die Fantasien, die Börsenkurse an. Nach einem Steigflug an Höhe auf den höchsten Punkt geht es dann hinunter in ein Tal der Enttäuschung, dass nicht alles realisiert wurde, was die Fantasie ermöglicht hat. Aber dann bekommt es sozusagen Kurve und es steigt auf einen neuen Pfad, nämlich den Pfad der Nutzung und der Anwendung. Keiner redet mehr heute von Kühlschränken, weil die waren genauso auf diesem Hype-Circle wahrscheinlich zu finden wie heute Smartphones und künstliche Intelligenz. Aber das ist ein wichtiges Werkzeug, um selber mal zu erkennen, wann eine Sache wild besprochen wird, wann sie sozusagen abkühlt und dann in die Lebenswirklichkeit der Masse eintaucht. Auf dein Smartphone. Dort wirst du künstliche Intelligenz finden, beispielsweise bei der Ersetzung von Wörtern, bei der Rechtschreibprüfung, bei der Übersetzung in andere Sprache und vieles mehr. Also immer diesen Hype-Circle in Erinnerung behalten. Da geht es hoch, da wird es verrückt, dann geht es runter. Dann kommt es in der Technosphäre in unserem Alltag ein. Also nichts Neues, aber ein gutes Instrument, Trends zu erkennen, Trends zu bewerten, ruhig zu bleiben, für den Alltag zu nutzen.